Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Wolle und Wald Strick-Podcast. Mein Name ist Alexandra, ich bin 49 Jahre alt, ich bin Handwerkerin von Beruf, habe einen Online-Shop. Ja, und meine Leidenschaft ist Stricken. Ja, wir sind schon bei Folge Nummer 33 heute angelangt. Wie immer, so ungefähr alle 4 Wochen nehme ich einen Podcast auf. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich musste jetzt gerade ein bisschen improvisieren mit dem Mikro, denn ich habe heute was an, was Selbstgestricktes an. Und ich stelle es jetzt auch gleich vor, was trage ich heute? Ich trage meinen Rain or Shine Shawl von Stephen West. An dem habe ich ja letztes Mal noch gestrickt und jetzt ist er schon eine Weile fertig. Und ich passe jetzt kurz auf. Ich zeige euch den jetzt. Also ihr könnt ihn auch so tragen, ne? So, ich zeige ihn euch jetzt mal in seiner vollen Pracht. Jo, ein Riesen, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ein Riesending, ich sehe leider nicht, was ihr seht. Also ein Riesentuch, für mich aber fast immer noch zu klein. Nicht von der Tiefe her, sondern von der Länge. Ja, ein Stephen West Tuch. Ich zeige es mal kurz von nahen, damit ihr das Muster sehen könnt. Ihr fangt hier an einer Ecke an. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich glaube, man fängt hier an zu stricken. An einer Ecke fängt man an zu stricken. Nein, das stimmt gar nicht. So, jetzt musste ich kurz unterbrechen. Ich wusste nämlich nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich habe nämlich hier angefangen. Da habe ich nämlich die Farben, es sind immer, also dieser Schal wird gestrickt aus Kit Mohair und zwar 5 Farben, also 5 Stränge gleich 5 Farben, Kit Mohair. Oder wie in meinem Fall mit das Woolen Forest Suri Deluxe. Ja, das ist ein Alpaka-Garn. Wenn ihr Näheres wissen wollt, schaut mal in den letzten Podcast rein. Da findet ihr nochmal nähere Angaben zu dem Schal, zu der Wolle. Und zwar in 5 Farben, einmal in Stone, das stimmt nicht, was ich hier erzähle, denn das ist der Fehler, den ich gemacht habe, den sieht man nicht. Ja, ihr haltet, ich komme halt schlecht rein, ihr haltet, wenn ihr den stricken wollt, sei es aus Mohair, sei es aus einem Suri-Garn, aus einem anderen Flauschgarn, haltet ihr die 5 Farben. Also ihr strickt den nicht einfädig, sondern doppelfädig. Das heißt also nicht doppeltfädig, zum Beispiel wie hier in dem Fall. Ich habe benutzt Kaschmir, Stone, Gold, Pinecone und Graphit. Sondern ihr müsst es wissen, man hält immer 2 Fäden und 2 Farben zusammen. Also hier in dem Fall Kaschmir und Stone. Dann lässt man immer eine Farbe einen Faden fallen oder vernäht ihn dann mit der nächsten Reihe und strickt dann Stone und Gold. Dann wieder eine Farbe fallen lassen, Gold und Pinecone, Pinecone und Graphit und dann wieder Graphit und Kaschmir. Und das muss man wissen. Und dann gibt es nämlich diesen Malt-Effekt. Und wenn man sich die Stränge aussucht, was echt schwierig ist, aber man nicht weiß, wie es nachher vermischt aussieht, muss man ein bisschen rumprobieren. Genau. Ich habe in dem Fall, habe ich ja schon gesagt, welche Farben ich benutzt habe. Ja, also man fängt hier hinten an. Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist. Also man fängt hier hinten an, nimmt an einer Stelle immer zu, nimmt zu. Genau, bis man hier dieses Dreieck, sag ich mal, hat. Asymmetrisches Tuch. Mit Hebemaschen, die man strickt und so Zwischenreihen. Die Nana hat auch einen neuen Podcast rausgebracht, Nana's Knits and Threads, hier auf YouTube. Und die hat diese Zwischenreihen, das sind wie so linke Maschen, hat sie vergessen, sieht aber trotzdem gut aus. Ja, ein wunderschönes Tuch. Wie gesagt, ich habe es aus der Wool and Forest, also das ist mein Handfärbe-Shop oder mein Online-Shop Wool and Forest. Habe ich natürlich das ist die neueste Qualität, die Suri Deluxe verwendet. Die hat, ich glaube, 53% Super Baby Alpaka, 19,5 Mikron. Also die ist so wolkenweich. Die ist wirklich wie Watte. Wenn ihr das auch seht,
Also butterweich auch für die, die selbst bei Suri sagen, die sticht mich, was bei mir manchmal auch der Fall ist. Sie hat einen Seidenanteil, ich glaube 34% Seide. Ich weiß es leider immer noch nicht auswendig. Ich habe gerade den Kopf so voll mit Messe, weil wir ja bald im Juli auf die Messe gehen. Und Kaschmir ist da drin. 10% Kaschmir, 13%. Ich habe nicht mitgerechnet. Vergesst es einfach. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, genau. Und das Tuch ist fertig. Ich habe es nicht gemessen. Ich habe es auch nicht gespannt. Ich habe es also das ist, ich habe es nicht mit Nadeln gespannt, sondern ich habe es gewaschen, also eingelegt in Euzalan. Ich habe es dann auf meinen Wäscheständer gehängt und habe das ein bisschen auseinandergezogen und habe dann und dann ist es auch so getrocknet. Ja, hier unten, also oben am oberen Stück, das ist nicht das obere Stück, also ihr macht seitlich immer einen I-Cord, strickt ihr mit, das ist easy peasy. Und hier oben, ich glaube, das ist das lange Stück. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Also am oberen Stück kettet man mit einem I-Cord Bind Off ab. Und da braucht man viel Geduld. Es macht keinen Spaß, aber es sieht gut aus. Ja. Ihr könnt den verschiedenst tragen, ihr könnt den auch über die Schultern legen. Mir ist natürlich wieder warm. Draußen ist es zwar kühl. Ich versuche, das Mikro nicht zu treffen. Ist, glaube ich, schwierig. Also man könnte es wirklich so als Dreieckstuch tragen. Als Dreieckstuch tragen. Ich schlage es manchmal einfach nur so ein. Kann es jetzt nicht richtig zeigen, ne? Schlag es so ein, macht es ein bisschen auch voluminös auf. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch einfach nur das Dreieckstuch hier vorne binden. Ist halt blöd, wenn man Mikro anhat. Ich ziehe es auch gleich aus, weil ich kann mich sonst nicht richtig konzentrieren. So geht es auch. Ja, ist halt doof mit den Mikros. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Muss ich mal drauf achten, ne, bei den anderen Podcastern. Ja, das ist mein Rain or Shine Shawl und habe jetzt auch prompt vergessen zu sagen, wo ihr mich denn sonst noch findet, außer hier auf YouTube unter Wolle und Wald. Ihr findet mich einmal auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Das ist eigentlich so die Hauptplattform oder die Hauptplattform, an der ich hauptsächlich aktiv bin, doppelt gemoppelt. Und zwar unter Wool and Forest. Ihr findet mich auf Ravelry jetzt ganz neu unter Wool and Forest zusammengeschrieben und meinen Shop www.woolandforest.de. Einfach eines gleich, ne, ist hier, muss man es Wool and Wald nennen, habe ich auch schon in den ersten Folgen gesagt, woran es liegt. So. Jetzt knackt es geschwind. Achtung. Ich mache euch ein bisschen höher. Vielleicht könnt ihr mich dann besser verstehen. Ja, das war das, was ich heute getragen habe. Ich habe es jetzt aber ausgezogen wegen dem Mikro und gleichzeitig mein Finished Object. Das mache ich deswegen ganz einfach, damit der Podcast heute nicht so lang wird. Ich habe sehr viel zu zeigen. Ich habe nämlich hier sehr viele Sachen zugeschickt bekommen von der Nana, die für mich ja strickt. Und auch Sabine hat mir wieder was dagelassen, was ich zeigen kann. Ja. So. Die Nana hat für mich den Sampler-Shawl gestrickt. Das ist ein kostenloses Design. Übrigens, Steven West, Rain or Shine Shawl ist kostenpflichtig auf Ravelry zu finden. Ich verlinke alles, was ich hier sage, hier unten im Podcast. Kann aber auch sein, dass ich es erst morgen mache, weil es jetzt schon sehr spät ist. Wir haben Mittwoch. Und bis ich jetzt drehen konnte, hat es ein bisschen gedauert. Mein Mann kam nämlich noch vorbei und habe gesagt, ich du kannst hier nicht bleiben, weil das hört man alles. Ja, und ich bin alleine hier, es funktioniert sonst anders nicht. Ich bin nämlich hier in meinem Atelier, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Ja, die Nana hat für mich den Sampler-Shawl gestrickt von The Lamp and Kit auf Ravelry, eine kostenlose Anleitung. Ich hatte damit angefangen, das habe ich auch schon mal gezeigt, und zwar aus Merino Decay in der Farbe Graphit und in der Farbe Karamell. Mir hat dann aber die Haptik nicht gefallen und habe dann gesagt, okay, Mohair am Hals möchte ich nicht. Upsa, jetzt hänge ich fest. Nana hat mir angeboten, den Sampler-Shawl zu Ende zu stricken. Mir hat er keinen Spaß gemacht. Erstens mal hat mir die Haptik nicht gefallen, das war mir zu labberig. Denn Mohair oder Surigarn, so Beilaufgarne geben dem Gestrick gerne ein bisschen Stabilität. Und dann war es so, dass es mit 5,5 gestrickt wird oder mit 6,0 bei ihrem, in ihrem Fall. Und ich habe das ohne Flausch mit 5,5 gestrickt und das war eine, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war nicht schön. Ja, und da hat sie mir angeboten, sie strickt für mich zu Ende. Ich habe ja schon gesagt, Nana hat hier auf YouTube auch einen Strickpodcast, der sehr informativ ist. So, das ist einmal,
der Sampler-Shawl komplett, auch ein Riesentuch, ein Dreieckstuch, nicht asymmetrisch. Ich brauche so große Tücher, ich bin einfach breit. Ja, sie hat einen Flausch dazu genommen, den habe ich ihr auch geschickt, und zwar die Suri Deluxe in der Farbe Raven anstatt Graphit, weil auf den Flauschgarnen die Farben gerne dunkler werden als, heller werden als auf den Superwaschgarnen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte schön dunkel haben, dann nehmen wir Raven. Raven ist eine relativ neue Farbe, es ist ein komplettes Schwarz, wird aber auf der Suri und auf der, also auf den Non-Superwaschgarnen trotzdem nicht richtig schwarz-schwarz, sondern ganz tiefes Anthrazit, auch auf der Merino-Seite übrigens nicht. Das muss man wissen. Es fällt mir der Name nicht ein. Die Anke hat auch einen Strickpodcast. Wenn ich jetzt wüsste, wie der heißt, ich schreibe es unten rein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich schreibe es mir gleich auf. Ich weiß nur, wie sie mit dem richtigen Namen heißt, sage ich natürlich nicht. Ich schreibe es jetzt gleich mal auf Podcast verlinken. Dann könnt ihr euch anschauen. Die hat, ich weiß nicht, ob sie schon gezeigt hat. Ich habe noch nicht geguckt. Sie hat sich Merino Seide in Raven bestellt und wir haben dann echt rumgemacht. Ich musste nochmal nachfärben, weil das tatsächlich nicht richtig schwarz-schwarz wird. Das muss man wissen. Ja, und ich habe dann aber, weil Graphit auf Suri ganz hell wird, habe ich hier Raven genommen. Und bei dem Flausch für das Karamell habe ich Bronze genommen, weil auch da ist Karamell deutlich heller und Bronze war genau passend. Also ich finde, man sieht den Flausch gar nicht so. Also man sieht ihn nicht, das ist Suri Deluxe, das ist ganz subtil, seht ihr das? Wenn man das nicht so stark möchte und es ist butterweich und wenn man eben Mohair nicht verträgt, ist das super. So, jetzt Achtung, die Kopfhörer haben, es wird knacken. Ich mache euch kurz mal weg. Ich hänge euch hier unten hin an den Busen und ziehe ihn mal an. Ja, ein Riesending, gerade aus Merino DK gestrickt, also Woolen Forest Merino DK. Ein Riesen-Oschi, schön warm, ist jetzt wahrscheinlich zu warm demnächst. Sorry, aber ich habe Haare rumfliegen und zwar vorhin von dem ganzen Vorbereiten. Ich trage den gerne so. Umdrehen, sieht man zwar die Streifen nicht so. So trage ich ihn am liebsten, jetzt bin ich wieder ans Mikro gekommen. Man kann es aber auch ganz einfach wie ein Dreieckstuch tragen, wie so ein, also so. Ich trage das übrigens nicht in der Wohnung, also es sei denn, es ist Winter, es ist bitterkalt, dann würde ich das auch in der Wohnung tragen. Das ist, habe ich mir gewünscht oder wollte ich haben für meinen Wintermantel oder meine Winterjacke als Schal. Und da ist das natürlich herrlich, weil das so richtig schön, man ist so richtig schön warm eingepackt. Es sticht nichts, es ist alles weich, flauschig. Und ich mag das, wenn ich hier am Hals schön dick eingepackt bin im Winter. Es ist jetzt natürlich zu spät, ne? Aber das macht nichts. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und das sind meine Farben, die ich ja gerne trage. Ich habe einen braunen Mantel an. Ich habe auch was Schwarzes an, also einen schwarzen Mantel kann man zu allem anziehen, ja. Ich finde es ein ganz tolles Design. Mir hat es keinen Spaß gemacht mit dieser großen Nadel und natürlich nur Merino DK zu stricken. Deswegen, als ich gemerkt habe, das wird so nichts, hat es mir schon keinen Spaß mehr gemacht. Und lieben Dank, liebe Nana, dass du das zu Ende gestrickt hast oder nochmal neu aufgemacht hast. Ich finde es wunderbar. Ja, Sampler Shawl von The Lamp and Kit. Einmal eine kostenlose Anleitung. Da ist es so, das kann ich euch auch sagen, man fängt hier oben an zu stricken. Und nimmt beidseitig zu. Und das seht ihr hier, das sind die Zunahmemaschen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und dann nimmt man links und rechts zu. Hier unten, also glatt rechts. Und hier unten kommt ein, was ist das? Drei rechts, drei links. Nein, drei rechts, zwei links Muster oder Borte Bündchen dran. Ja. Wunderschön. Ich mag ihn unheimlich gerne. Ich freue mich drauf. Auf den nächsten Winter, wenn ich ihn tragen kann. Also Achtung, ich stecke euch nochmal um. So, ich hoffe, dass nichts knackt. Ja,
Das waren meine Finished Objects, wobei eins davon nur ich, nur eines davon habe ich gestrickt. Hey, hey, hey. Ja, ich bin immer noch im Winterschlaf übrigens. Also jetzt, ich bin gerade so, wo ich das Gefühl habe, jetzt kommt der Frühling und jetzt kriege ich langsam ein bisschen mehr Energie, aber sonst bin ich dauermüde, immer noch. Ja, ich könnte den ganzen Tag schlafen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Works in Progress, das heißt mit den Dingen, an denen ich gerade stricke. Und einiges ruht natürlich. Die Sachen, die ich jetzt hier aktuell nicht zeige, die, an denen stricke ich gerade nicht. Wie zum Beispiel an der Kara-Mütze, die ich ja auch angefangen habe. Die ruht jetzt bis zum nächsten Winter. Das ist so ein Langzeitprojekt, weil die Kara-Mütze ja in Schwarz gestrickt wird. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich schwitze ja meistens am Kopf und ich friere ganz selten am Kopf im Winter. Aber ich so zwischendurch stricke ich mal an der. Oder zum Beispiel, was habe ich sonst, was ruht sonst noch? Die Socken für meine Mutter ruhen gerade, habe ich gerade keine Lust. Und das mache ich immer so, das sind so Sachen, die bleiben liegen, an denen stricke ich immer wieder mal, wenn ich Lust drauf habe oder wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich nur, wo ich mich nicht konzentrieren muss. So, ich gucke jetzt nur auf meine Notizen. Ich habe vor kurzem den Monday-Sweater angestrickt. Den habe ich beim letzten Mal noch nicht gezeigt. Habe ich den gezeigt? Wartet mal, ich muss mal meine Notizen gucken. Nein. Und ihr wisst bestimmt, die schon länger zuschauen, dass ich den Monday Sweater von Petite Knit, das ist eine kostenpflichtige Anleitung, das ist einfach ein Raglan von oben. Und ich stricke zum Beispiel unheimlich gern Petite Knit, weil die Sachen so schlicht sind. Und die Passform für mich, für meine Schultern, für meinen Körper, perfektes. Also die Sachen sind echt super. Ich mag das gerne, das Schlichte. Ich mag aber auch gerne, wenn es was Schlichtes ist, aber zum Beispiel hier irgend so eine Naht hat oder ein leichtes Muster hat, das mag ich schon auch. Aber die Passform bei Petite Knit überzeugt mich doch sehr, muss ich wirklich sagen. Ich finde die super. Ich wollte ja eigentlich aus Mohair Eis, aus der Färbung Eis, auch Woolen Forest, und der Färbung, also Single Merino und der Färbung Parfait stricken. Das hebe ich mir jetzt auf für den Herbst oder so. Denn ich habe spontan, weil ich färbe ja ständig neue Farben und ich bin da sehr undiszipliniert, musste ich eine neue Farbe anstricken. Ich habe jetzt schon wieder neue Farben, wie ihr hier seht. Aber, also eigentlich schon zwei weitere neue Farben. Seitdem ich den letzten Podcast gemacht habe, gab es auch nochmal eine neue Farbe. Die zeige ich euch auch gleich. Die habe ich nämlich nochmal nachgefärbt. Für die, die nämlich nur hier auf YouTube sind und nicht auf Instagram, die kennen die Farbe nicht. Also, ich habe den Monday, also ich bin noch nicht arg weit. Ich habe den Monday Sweater angestrickt aus den Farben, die kennt ihr schon vom letzten Mal, aus der Farbe Blush als Flausch, und zwar in das Suri Deluxe. Das ist spiegelverkehrt, ne? Da kann ich es ja sagen, hier steht 53% Super Baby Alpaka, 34% Seide und 13% Kaschmir. So, das ist die Farbe Blush. Ich habe übrigens das Kunstlicht an. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich hoffe, dass das trotzdem das Bild schön ist. Sehe ich immer erst hinterher. Ich glaube, ich mache das Licht geschwind aus. Das wird wohl am besten sein, damit man die Farben im Original sieht. Das ist ein zartes Rosa, das kennt ihr schon vom letzten Shop-Update. Das ist ein Fehlerstrang, da habe ich Fehler drin und die nehme ich jetzt einfach für mich. Und zwar doppelt gehalten mit der Single Merino in der Farbe Kiesel. Kennt ihr auch schon. Und dann kommt das bei raus. Das sind die verkürzten Reihen hinten. Da sieht man es, glaube ich, am besten, gell? Wartet mal. Ich hoffe, es ist, ich denke, man sieht es nicht richtig, aber man sieht es nachher, wenn ich es nachher anschaue, echt gut. Ja. Wunderschön. Hat ein ganz tolles Rosa. Wunderschön. Kann sein, dass es mich blass macht. Das ist mir wurscht. Mir gefällt Rosa gern, sehr, sehr gut, vor allem im Frühling. Vielleicht stricke ich auch, also was ich gerade versuche, parallel zu stricken. Das heißt, dass ich mal, dass ich ein Stück an meinem einen Projekt stricke und dann mal wieder an einem Tag an dem Projekt. Gucken wir mal, ja. Ja, wunderschön. Das ist ein umgeschlagenes Bündchen. Da gibt es einen ganz tollen Trick mit den Maschenkordeln, die wir auch wieder im Shop haben. Hier hinten im Regal seht ihr es gerade nicht. Der Tee ist unten noch da, aber die Maschenkordeln sind auch wieder da. Die nehme ich auch mit auf die Messe.
Und man strickt, also es ist genial, man schlägt tatsächlich provisorisch an mit der Maschenkordel und strickt dann oben weiter, schlägt um und nimmt dann die Maschen von der Maschenkordel wieder auf und macht dann den Three-Needle-Bind-Off, also den drei Nadelabketten. Und strickt praktisch dann, also man klappt es so zusammen, man hat dann hier eine Nadel drin und strickt es dann mit der rechten Nadel einfach rechts zusammen und fertig. Und das war's. Und dann kommt wirklich, ich habe ja schon mal gezeigt, ich habe es schon mal gezeigt im anderen Podcast, wo ich den angefangen habe und wieder aufgerippelt habe, dann wird es wirklich schön gleichmäßig. Ja. Ja, da kann ich jetzt noch nicht so arg viel zeigen, aber das ist gerade jetzt nicht die Priorität, an der ich stricke, aber immer wieder stricke ich dran, weil mir das so gut gefällt. Und schaut mal, wie schön die Färbung mit Blush rauskommt. Ja, ich mache jetzt kurz aus und mache mal kurz das Licht aus, in Hoffnung, dass wir dann die Farben besser so, sehen können. So, ich glaube, so ist es tatsächlich besser. So sieht man nämlich die Farben besser. Jetzt. Ja, es ist ein angenehmeres Licht, gell? So, schaut mal, wie schön. Ist es nicht schön? Ich bin so verliebt. Ich mag echt gern rosa und ich konnte nicht anders. Ich musste es einfach anstricken. Es ist so eine schöne Färbung, Kiesel. Ja, nehme ich auch mit auf die Messe natürlich. So, das ist mein Monday-Sweater von Petite Knit. Auch ein Raglan von oben, kostenpflichtig. Easy peasy, glatt rechts, aber die Passform ist super. Ich habe hier Maschenstopper von der lieben Verena von Voluminös. Das ist diejenige Strickfreundin, die auch hier die Taschen macht. Die Tasche gibt es nicht, leider. Das war ein Prototyp, den hat sie mir geschenkt. Ja, und hinten, ich liebe ihre Taschen, ihre Projekttaschen. Ne? Sie hat immer wieder so Shop-Updates. Ja, und die Maschenstopper sind auch von ihr. Ich habe auch welche im Shop, die werde ich euch nachher zeigen, ganz neu. Aber bei ihr findet ihr solche Figürchen, Tierchen, sowas hier findet ihr da. Bei mir gibt es grafische Formen. So. Ja, jetzt fällt mir alles runter. Das ist einmal die Anleitung. Ich kennt ihr schon, die habe ich schon so oft gezeigt. Ich glaube, viele sind auch genervt, weil ich immer Petite Knit stricke, aber ich mag die Passform sehr, sehr gerne. Wir haben aber heute auch schon geguckt, Anke und ich sage ich schon, Sabine und ich, ob wir bei Anke Strick oder sowas finden für sie, auch Cardigan und so weiter. Und auch die kann ich empfehlen. Also ja, ich habe halt für mich festgestellt, dass an Pullis, in Raglan am besten Petite Knit passt. Auch der Louvre-Sweater passt mir am besten. Ich mag den wirklich gerne. Deswegen möchte ich habe natürlich auch noch nicht so viel von Petite Knit gestrickt. Deswegen, ich bin ja eine Strickschnecke, wisst ihr ja. Also heute, sorry, ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen und ich mache das einmal jetzt und dann nicht mehr. Ich bin irgendwie ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Heute bin ich am Stottern. Seht's mir nach. Ja, dann zeige ich euch den zweiten Anstrick, beziehungsweise das Teil, ein Oberteil hat momentan höchste Priorität, denn es ist ein Frühlingsstrick. Oder ein Sommerstrick oder Frühlingsstrick. Und zwar das Sonja-Shirt von der Paula Strickt oder Paula M. Das ist einmal das T-Shirt. Denn der Frühling kommt ja demnächst. Und ich muss mich da ein bisschen beeilen. Und deswegen ist es gerade, hat das Oberteil einfach Priorität. Deswegen ruht so ein bisschen der Mondays-Wetter. Und jetzt zeige ich euch einmal, aus was ich es stricke und wie er aussehen, wie weit ich bin. So, ich habe hier alles aufgebaut. Was ist denn da jetzt passiert? Also da habe ich mir jetzt auch noch aufgespießt hier. So, ja, man sieht, dass man noch nicht viel sieht. Aber ich sage euch, ne, die Wolle ist sehr dünn. Und das ist die größte Größe XXL. Ich habe keine Ahnung, ob mir das Ding nachher viel zu groß ist. Ich wollte, weil ich weiß, dass ich sehr fest stricke und die Angel 400 benutze mit 400 Meter Lauflänge. Ja, jetzt macht es gleich wieder. Krach, krach, krach. Achtung. Jetzt hänge ich auch nur fest, gell? So, ich mache es mal da unten hin. So. Ja. Wartet mal, wo ist es? Oh. Man muss dazu sagen, dass das hier auch gleich die Ärmel sind.
wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe. Deswegen sieht es so groß aus. Es müsste mir eigentlich passen. Hier kommt noch ein Halsbündchen hin. Angesteckt wurde ich von der lieben Simone Mai unterstrich sie unterstrich Mone hier auf YouTube. Hat jetzt, glaube ich, ganz frisch wieder einen Pot. Hat jetzt ganz frisch einen rausgebracht, eine Folge, meine ich, hat sie rausgebracht. Ich mag das sehr gern, was sie strickt. Sie hat echt einen guten Geschmack, das habe ich auch schon so oft gesagt. Und da habe ich es bei ihr gesehen und war sofort verliebt. Sie hat es auch aus der Angel 400 gestrickt. Das ist Woolen Forest Angel 400 Alpaka Garn mit Kaschmir und Seide und Butter weich und hat einen fließenden Fall und einen kühlen Griff. Sie hat ihn aus Kaschmir gestrickt und ich hier aus Zartbitter. Und ihr seht, ne? Ich bin nicht mehr weit, ich glaube noch 2 cm, dann kann ich zur Runde schließen und dann stricke ich einmal in der Runde. Ich ziehe es jetzt nochmal aus und damit ich ihn euch besser zeigen kann. Achtung! Ich muss nochmal wieder oben hin, dann hört ihr mir vielleicht besser. Hört ihr mich besser? So, das ist die Farbe Zartbitter Angel 400. Ich habe schon ein Knäuel verstrickt. Ich rechne mal, ich habe jetzt mal 4 Knäuel mir auf die Seite gepackt. Ich stricke das, übrigens am Mandelsweater stricke ich mit Nadelstärke 4,0 und den hier stricke ich mit Nadelstärke 3,5, weil das ganz sehr dünn ist. Die Konstruktion ist sehr interessant. Man strickt nämlich, also das hat man jetzt hier nicht gesehen, das Besondere dran ist nämlich die Naht. Die Naht, die nachher auf dem Rücken ist. Hier hat sie sich ein bisschen zusammengezogen, hier habe ich ein bisschen gemurkst, ein bisschen die Maschen runtergefallen. Das ist die Schulternaht, die sitzt relativ weit hinten nachher im Gestrick. Oh, vielleicht kann man das sehen, es fehlt ja noch ein bisschen. Es rollt sich auch noch ein. Also wenn man das nachher so zusammenstricken würde, sieht man, wo die Naht sitzt. Ja? Und dann sind hier die Ärmel. Und dann strickt man wirklich nur noch in Runden. Also die Ärmel sind eigentlich gleich angestrickt und ihr müsst nur noch das Bündchen hinmachen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich lese die Anleitungen vorher nicht, aber es scheint mir danach so auszusehen. Ja, man fängt erst mit dem Rückenteil an. Was ist jetzt das Rückenteil? Was ist das Vorderteil? Das ist das Rückenteil. Also man fängt erst hier hinten an, legt dann die Maschen, das ist falsch, was ich erzähle, man fängt hier hinten an. Und die Maschen sind momentan auch stillgelegt auf Maschenkordeln. Fängt man an zu stricken, also von hier oben nach unten. Ich war ehrlich, also ein Chaos. So. Man fängt hier oben an, strickt einmal in Hin- und Rückreihen runter. Das ist das Rückenteil bis zu einem gewissen Zentimeteranzahl. So steht es in der Anleitung. Dann legt man die Maschen still. Dann strickt man das linke Vorderteil ein Stück runter und das rechte Vorderteil ein Stück runter, bis man hier vorne am Halsausschnitt, einmal die beiden Seiten schließt. Und jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo ich hier einige Runden hin und her stricken muss, in Vorder- und Rückreihen, bis ich die angegebene Anzahl an Maschen bzw. an Runden oder an Reihen, Entschuldigung, oder auch an Zentimeter Länge, ich gehe nach der Länge, erreicht habe und dann schließt man zur Runde. Hey, das war eine schwere Geburt jetzt. Also ich sag's euch. Ja, die linken Reihen sind doof. Die machen echt keinen Spaß, aber ich habe jetzt wirklich wie ein Weltmeister dran gestrickt. Angestrickt habe ich es auch schon 3 Wochen her oder so. Also ich bin nicht schnell. Es tut mir auch furchtbar leid, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und ich finde immer noch, dass man stricken soll ja entspannen und Spaß machen. Und ich will nicht schneller stricken. Also ich würde schon gern, aber ich kann nicht schneller stricken. Und ich bin oft auch abends einfach zu müde. Also ich habe die letzten Tage nicht daran gestrickt. Ja, ich habe gestern Maschenproben gestrickt. Ich bin begeistert. Ich liebe das. Ich liebe die Haptik, ich mag das Garn sehr, sehr gerne. Das sind, glaube ich, 74% Alpaka, Baby-Alpaka. 10% Kaschmir sind drin und der Rest Seide. Und es ist traumhaft. Und es ist kühl. Es ist angenehm kühl. Ich bin gespannt, im Hochsommer will ich am liebsten eh nackt rumlaufen. Ich sage es, wie es ist. Es ist mir einfach alles zu heiß. Aber ich kann es mir im Frühling sehr gut vorstellen. Und durch das, dass es sich so kühl anfasst, Alpaka ist temperaturausgleichend. Das teste ich natürlich dieses Jahr, wie weit es temperaturausgleichend ist. Hat einen ganz subtilen Flausch und ganz edel. Ich
kann es eigentlich, sieht man das, ich kann es eigentlich, ich kann mir daraus ein Kolding vorstellen, der ganz edel wird, dünn wird natürlich auch. Ist ja ein Fingering Gun mit 400 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Für die große Version, dann wird es natürlich nicht so riesig, ist bestimmt sehr, sehr edel. Ja, das habe ich ja irgendwann noch auf meiner Agenda oder auf meiner Klorolle stehen oder Tapetenrolle. Ja, eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry und auf Etsy, meine ich, ist sie auch noch. Ich habe, wie gesagt, vier Stränge. Ich stricke die größte Größe XXL, vorsichtshalber. Ich habe keine Maschenprobe gemacht. Jo, schlagt mich. Ich empfehle nämlich immer eine Maschenprobe. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass ich meine Maschenreste noch habe vom Rain or Shine Show. Aber ich mache jetzt hier kein Durcheinander. Das ist eh schon alles ein bisschen chaotisch. Ja, ich habe keine Maschenprobe gemacht. Die Sabine hat hier für das Atelier eine Maschenprobe gemacht aus der Angel 400. Und ich habe halt so, ja, ich stricke ein bisschen fester. Ich stricke die XXL und mit 3,5, das passt schon. Und es sieht aus, als ob es passen würde. Also wenn ich mir die Ärmellänge anschaue, müsste das passen. Und wenn es ein bisschen zu groß ist, macht nichts. Ich trage hier auch sehr oversized. Das Oberteil ist auch sehr oversized. Ich mag das ganz gern. Ja. Das war das Sonja-Shirt von Paula Strickt. Ich gucke jetzt gerade, dass ich nichts vergesse. Ich habe heute so viel, was ich euch zeigen möchte. Kleinen Moment, das ist eine leere Tasche. So. Ja, dann kommen wir schon zu den Strickinspirationen. Da habe ich echt viel für euch, deswegen halte ich das auch alles so kurz. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Racky Shawl an. Das ist auch ein kostenloses Design von The Lamp and Kit auf Ravelry von Nana gestrickt, also Nana's Knits and Threads gestrickt. Den hat sie mir heute zugeschickt oder vor einiger Zeit zugeschickt, damit ich den zeigen darf bei euch hier im Podcast. Sie hat den jetzt in ihrer aktuellen Folge auch gezeigt. Und jetzt zeige ich ihn euch heute auch, was man. Oh ja, schaut mal, wie schön. Das ist so ein Hahnentrittmuster. Das ist ein Mosaikstricken. Den hat die Nana gestrickt für sich. Das ist ihr Schal. Seht das gleiche Design, im Endeffekt auch ein Dreieckstuch, also ein Dreiecksschal aus Merino Decay gestrickt. Und jetzt muss ich nachschauen. Aus Merino Decay und das Suri 800. So, genau. Und zwar die Suri 800 hat sie nur in dem Graphit, in dem Schwarz praktisch verstrickt, doppelt gehalten. Und bei dem Karamell müsste das sein. Ja, bei dem Karamell hat sie nur die Merino Decay einzeln, also einfädig verstrickt. So ist es im Original übrigens auch. Also die haben das auch so gemacht. Man kann da verschiedene, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, auch hier fängt man hier oben an, nimmt hier zu, also das die gleiche Methode, ich glaube nur andere Zunahmen und wie gesagt, Mosaikstricken, so sieht es auf der Rückseite aus. Mosaikstricken ist, glaube ich, irgendwas mit, auch mit, ist es nicht auch mit, wie heißt es denn jetzt? Tiefer gestochenen Maschen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es mal gemacht. Ich mag das ja nicht, wenn ich einen Chart anschauen muss, werde ich irre. Aber ich finde es so schön. Hat mir auch so gut gefallen. Ich habe mich gegen den entschieden. Ich wollte den Sampler-Shawl, damit es nicht so viel Muster ist mit meinem Mantel. Mein Mantel hat so ein Pfeffer- und Salzmuster. Genau. Ja, sie hat verwendet für den Racky-Shawl. Zweimal Merino Decay Graphit, einmal Merino Decay Karamell, also einen Strang Merino Decay Karamell. Die läuft ja 230 Meter auf 100 Gramm. Ihr bekommt aber 115 Gramm, genau. Und einen Strang Suri 800 Graphit. Wunderschön. Nadelstärke 6,5, holla die Waldfee. Ja, hat sie mit 6,5 gestrickt. Zumindest steht es hier. Ich dachte eigentlich mit 6,0, aber sie hat es mit 6,5 gestrickt. Ein wunderschönes Tuch. Ich lege es mir jetzt nicht richtig um. Es ist also ein bisschen kleiner wie der Sampler-Shawl. Das liegt daran, dass, oh, das sieht auch gut aus, dass Nana für mich dann ein bisschen vergrößert hat, den Sampler-Shawl, weil ich sehr groß bin. Oder groß bin. So sehr groß, nicht aber groß.
Wunderschön, wunderschön, wenn ich nicht so faul wäre, den zu stricken. So, das ist die erste Strickinspiration. Ist aber auch dick, ist was für den Winter, aber ich wollte es unbedingt mal gezeigt haben, damit ihr seht, was man aus einem kostenlosen Strickdesign machen kann. Ja, dann hat mir die liebe, wo ist es jetzt? Hier. Die liebe Sabine, also einer meiner Mitarbeiterinnen, es sind ja jetzt mittlerweile zwei, hat mir ihren Monday-Sweater, den wir ja zusammen angeschlagen haben. Also ich habe ihn zuerst angeschlagen, sie ungefähr 2 Stunden später und sie war also dann eine weitere Stunde später, war sie schon hier unten und ich war immer noch am Kragen. Da habe ich gesagt, sag mal, du hast doch nach mir angefangen, wie geht es? Ja, sie strickt halt schneller. So. Das ist ihr Monday-Sweater, an dem noch die Ärmel fehlen. Sabine leidet ganz stark unter dem Ärmelstricksyndrom da. Also sie mag Ärmelstricken nicht so gern. Sie möchte aber jetzt weitermachen. Ja, schaut mal. Ist das nicht ein schöner Monday-Sweater? Der ist jetzt natürlich nicht gewaschen und nicht geblockt. Und das seht ihr auch wieder später mal, wie meiner später mal aussehen wird. Das sind die Raglan-Zunahmen. Hier auch das doppelte Bündchen. Sie hat die Wolle verwendet. Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, weil es ganz subtil ist. Eisblume, seht ihr das zarte Rosa hier unten, wo ich mit den Fingern wackel? Ganz zartes Rosa ist da mit dabei. Das ist die Färbung Single Merino, also die Wolle Single Merino in der Farbe Eisblume. Doppelt gehalten mit der Suri 800 in der Farbe Eis. Und ich finde es super. Bin total begeistert. Das ist übrigens die Größe. Ha, strickt sie jetzt XL oder XXL? Ich bin mir nicht sicher, ob sie XL oder XXL strickt. Habe ich jetzt vergessen zu fragen. Ja. Ist es nicht schön? Ich wollte mal die Farbkombi nämlich zeigen, weil darum wird es heute auch wieder gehen, um verschiedene Farben, die man miteinander verstricken kann und welche Effekte daraus erzielt werden. Für unsere Knitterlong. Es wird heute nämlich auch noch einen Aufruf zu einem Knitterlong geben. Den habe ich gestern mit der Nana ganz frisch, haben wir gesagt, machen wir. Habe auch einen Aufruf gemacht auf Instagram, wer denn Interesse dran hat. Ja, und da wird es dann nachher drum gehen, auch um die Farbkombis. So, das ist der Monday-Sweater von Petite Knit, wie vorhin bei meinem auch. Einmal in Eisblume und einmal in Suri 800. Gestrickt in der Nadelstärke 4,0 übrigens. So. Dann naht ja, wie gesagt, der Frühling und der Sommer und wir haben hier wieder im Shop, hier hinten, seitlich neben euch, jede Menge Merino Seide hängen und Angel Leinen. Letztes Jahr konnte ich nicht viel Angel Leinen anbieten, weil das ja, der Hersteller oder die Spinnerei, da war es ausverkauft. Ich habe es nicht mehr nachbekommen. Dieses Jahr sieht es anders aus. Ich habe jede Menge gefärbt. Es ist jede Menge im Shop, auch die Merino Seide und als Auftragsfärbung ist es auch möglich. Und ihr kennt sicherlich noch, wenn ihr die alten Folgen gesehen habt, das Mini Mock Neck Tank oder Mini Mock Neck Top von Jessie Made Design, eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry, ein ärmelloses Top gestrickt aus der Merino Seide. Ich wollte nur mal zeigen, ne? Seht ihr den leichten Glanz? Es ist jetzt die Farbe Darf, die macht mich total blass. Ich habe das gleiche Top aber in Pinecone, in dem Dunkelbraun gestrickt. Schaut mal, wie schön. Die läuft ja auch 400 Meter auf 100 Gramm. Also Merino Seide ist wieder da. Könnt ihr alle möglichen T-Shirts draus stricken oder auch Tops. Und aus der Angel Leinen wollte ich euch das natürlich auch zeigen. Das ist, schaut mal, wie schön die fällt. Da habe ich auch gleich noch ein Oberteil von der, zwei Oberteile von der Nana da. Die hat es mir auch extra geschickt, weil sie so begeistert ist von der Angel Leinen. Und schaut mal, wie die fällt. Die ist so ganz schön kühl und die ist richtig weich, obwohl Leinen drin ist. Wenn man das Garn ungefärbt anfasst, ist es kratzig oder halt so rau. Das Leinen spürt man. Wenn sie gefärbt ist und gewaschen ist, ist es schon weicher. Und nach dem weiteren Waschen, also je öfter ihr das Oberteil badet oder wascht oder wäscht, desto weicher wird es. Und ich kann die auf der nackten Haut tragen. Es macht mir nichts. Ich bin ja sehr empfindlich. Das ist übrigens das Top von My Favorite Things Knitwear. Kamisole Nummer 5 kann ich nicht empfehlen. Ich finde es wunderschön. Ich glaube, das ist vorne. Ich kann es nicht empfehlen. Ich habe es nicht gestrickt, sondern die liebe Nana, weil das in der
Größe XXL gestrickt, das wäre eh zu groß gewesen. Und das war einer der ersten Strickanleitungen, glaube ich, die rausgebracht haben. Die sind nicht richtig überarbeitet, behaupte ich jetzt mal. Je größer die Größe bis Größe M passt alles. Je größer die Größe, desto. Ja, die haben einfach nur die Maße vergrößert. Das heißt, der Ärmelausschnitt war hier unten. Könnt ihr euch das vorstellen? Also deswegen. Guckt euch da die Ravelry-Projekte an und da seht ihr das bei den großen Größen, wie es ist. Und die Nana hat mir das hier komplett zusammengenäht. Seht ihr das? Einmal komplett zusammengenäht und jetzt kann ich es tragen. Ja, das ist aus Angel Linen in der Farbe Darf. Und ich wollte euch nochmal die Angel Linen zeigen, weil die wirklich super fällt. Auch die Nana hat es nochmal gezeigt, auch hier. Seht ihr in der Maschenprobe Angel Linen in Darf und einmal in Smaragd. Und das ist ganz weich. Hier in Neon Koi, die Färbung Neon Koi. Und ich zeige euch jetzt mal die Shirts, die sie gestrickt hat. Einmal in der Farbe Smaragd. Und zwar der Seashore Stroll Sweater, den man in Kurzarm stricken kann in der Größe M. Das ist von der Jennifer Shields Toland. Das ist was für diese ganzen Muster, die es doch gerade so gibt. Wenn man so Musterstrick machen möchte, ja. Kurzarm, auch die Angel Linen und auch ganz weich. Richtig weich. Wunderschön. Wunderschön. Nana mag ja auch gern das Grün. Ich mag das ja gern zusammen mit der Blau tragen. Jetzt so würde ich es nicht tragen, aber mit Blau zusammen sieht es super aus. Was wichtig ist bei der Angel Linen, es hat jetzt nämlich die, warte mal, es knistert kurz, Entschuldigung, ich muss das bloß kurz auf die Seite tun. Bei der Angel Linen ist es wichtig, dass ihr mit einer kleinen Nadelstärke strickt. Die Sabine hat gerade angefangen, ein T-Shirt zu stricken. Ich weiß leider nicht, welche Anleitung das war. Ich habe es auch nicht da. Und zwar aus der Angel Linen Zartbitter. Das ist die gleiche Farbe, wie ich jetzt bei dem Angel 400 gezeigt habe. Und man sieht da schön die Leinenfasern drin. Und wunderschön, ganz edel. Überhaupt kommen alle Farben ganz edel raus auf der Angel Linen. Ich werde auch einiges mitnehmen auf die Messe. Ich bin da auch schon fertig mit Färben. Und sie strickt sehr locker, die liebe Sabine, und hat mit Nadelstärke 3,5, glaube ich, gestrickt und hat gesagt, das ist viel zu labberig. Und dann hat Nana nochmal gesagt, ganz wichtig, mit 3,0 stricken bei so Fingering-Sachen, damit das nachher, weil das noch wächst, oder damit es nachher nicht so ganz labberig ist. Jetzt knistert es kurz wieder. So, und da zeige ich euch mal das andere. Oh Gott, ist das klein. Ja, wenn ich das so angucke, das ist bei mir hauteng. Größe M. Nana ist schlank und kleiner als ich. Ja, und hier seht ihr das Enkerstee von Petite Knit. Ich glaube, das ist das Enkerstee. Ja, seht ihr das Muster hier oben? Das ist die Färbung Neon Koi hier. Das ist ja so ein Creme mit diesen Neon Speckles, wie es rauskommt. Übrigens, wenn euch das zu stark gespeckelt ist, ja, das kann ich verstehen. Was immer gut kommt, ist ein Brioche, also irgendein Cardigan mit Brioche, dann sehen so stark gespeckelte Garne auch immer richtig gut aus. Also das macht auch nochmal jedes Garn interessanter. Ja, und das ist der Enkerstee von Petite Knit, auch eine kostenpflichtige Anleitung. Ich hoffe, ich sage es richtig, es müsste das sein. Ich meine schon. Ja, und auch mit 3,0 gestrickt. Und auch hier, es ist so weich, herrlich. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, er ist so kratzig. Achtung, es knistert. So kratzig, das wird nichts. Ich zeige euch mal nachher einer meiner neuen Farben. Das ist nämlich die Angel Linen. Schaut mal in der Farbe Flieder. Das ist eine neue Farbe, die kommt in den Shop. Schaut mal, wie schön edel das aussieht. Ist jetzt schon weicher, wird aber noch weicher durchs Verstricken und nochmal baden. Also wenn ihr Sommerstrick machen wollt, Frühlingsstrick und ihr sagt, ihr schwitzt, die Leinen ist schön kühl, noch kühler als die Angel 400. Die Merino Seide ist auch kühl, aber also 50% Merino ist drin und 50% Seide. Ich habe den höchsten Seidenanteil genommen, damit es schön kühl ist.
ist, aber ich würde tatsächlich sagen, die Angel Line ist noch kühler, angenehmer, wenn es warm ist, vom Griff her. Genau. Das hat sie mir mitgegeben, dass ich das unbedingt zeigen soll. Das habe ich auch jetzt gemacht und ich überlege auch, ob ich, ja, ihr kennt mich, ne? Bis ich das Sonja-Shirt fertig kriege. Ich würde tatsächlich gern vielleicht nochmal einstringen, entweder nochmal aus der Angel 400 mit einem Glitzerfaden, habe ich nämlich auch ganz neu da, von Kremke Soul Wool, oder eben aus der Angel Leinen. Also die Strickliste ist so lang, es ist furchtbar. Aber ich brauche definitiv außer dem Kurzarmtop auch noch was als Shirt für den Sommer. Ja, dann habe ich noch, das kann ich euch nicht zeigen, ich habe noch eine Anleitung gekauft, das ist die Koi West. Ich habe jetzt nichts da, aber ich habe kein Foto da, ich habe es noch nicht ausgedruckt. Die ich aus der Angel 400 stricken möchte, das ist ein T-Shirt, beziehungsweise es ist kein T-Shirt, es ist eigentlich wie eine Art Polunder, bisschen überschnittene Ärmel, kann man super als T-Shirt tragen. Die ist von der Designerin Ozuko, Ozuko geschrieben. Da ist Color Blocking angesagt. Sie hat es gestrickt, glaube ich, in einem Olivgrün und dann hier so Neongelb. Also ein Ärmel ist ein Ärmelbündchen in Neongelb und hier ein Stück vom Kragen ist in einem Neonpink oder so. Oder beides in Neonpink. Also sie haben, das finde ich eine super Idee, sie haben bei dem Top oder auch bei dem T-Shirt, auch bei dem Sonja-Shirt geht es, einfach ein Stück von dem Ärmelbündchen hier oder von einem vom Kragen ein Stück in einem Neon-Pink, Neon-Gelb abgesetzt. Und das sieht richtig gut aus. Wenn es zu viel wird und zum bunt ist, ist es auch nichts. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Die Anleitung ist sehr teuer, das muss ich gleich dazu sagen. Und ist in DK gestrickt. Die Nana möchte das gern umrechnen. Und ich bin angefixt von der Passform von dem Oberteil. Ja, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Dann das Minimog Neck Tank habe ich euch gezeigt, die Kamisole, Anchorstee, ja genau, das sind die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ja, ich habe alles gezeigt, ich habe ein bisschen schnell gemacht, huschi huschi. Ja, dann würde ich sagen, das ist nämlich das, warum ich auch so nervös bin und so aufgeregt bin, kommen wir jetzt zu dem Knit-Along, zu dem Kall, wo wir alle zusammen stricken möchten. Die Idee hatte Nana, einen Cardigan-Knit-Along zu machen. Und zwar habe ich wieder angefangen mit meinem Agnete-Cardigan von Petit Knit. Den habe ich letztes Jahr angefangen zu stricken aus Ecopuno, also Lana Grossa Ecopuno. Und habe ihn nicht zu Ende gemacht, weil der viel zu groß geworden ist, das Garn völlig ungeeignet ist, finde ich. Also es war gar nichts, das war nichts, also kann man vergessen. Und ich möchte den gerne, ich will ihn schon länger gerne aus einem Fingering-Garn, aus meinem Garn stricken mit einem Flauschgarn. So, und ich stricke ja unheimlich gern Oberteile, aber jetzt kommt der Frühling, es kommt der Sommer, das ist zu warm für Oberteile. Also strickt man Cardigans. Cardigans kann man immer tragen, auch in einem kühlen Sommerabend, wenn man sich schon was überwerfen will oder wenn man morgens früh aus dem Haus muss, es ist noch frisch, kann man sich das einmal drüber werfen. Deswegen stricken wir doch Cardigans. Ja, wenn man Socken stricke ich auch mal gern, aber wenn man jetzt gerne Oberteile strickt, sind Cardigans perfekt. Oder man strickt halt gleich für den Herbst, aber das mache ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es länger dauert. So, deswegen habe ich gesagt, komm, ich möchte gerne einen Agnete stricken, aber dann haben einige auch Nana angeschrieben, dass sie gerne einen Kall haben möchten. Und dann habe ich gesagt, okay, lasst uns doch einfach einen Cardigan-Knit-Along machen. Es muss ja nicht der Agnete-Cardigan sein. Es gibt so viele schöne Cardigans in glatt rechts, in Muster, in graus rechts. Zum Beispiel Anke strickt der Girlfriends-Cardigan. Hat sich Sabine heute angeguckt, sage ich, mach das doch. Das sieht so schön aus. Ich Brioche, so wie ich das jetzt mache, ich liebe Brioche-Stricken, deswegen ist es bei mir der Agnete-Cardigan, der ja kurz ist. Ich habe jetzt leider die Anleitung nicht da, die habe ich natürlich zu Hause vergessen. So, kann vorkommen. Es ist der Agnete-Cardigan ist ein Patent-Cardigan aus Vollpatent gestrickt mit einem Fingering und einem Mohair-Garn doppelt gehalten oder mit einem anderen Lace-Garn. Suri 800 würde super gehen, weil die 400 Meter läuft auf 50 Gramm. Oder die Suri Deluxe könnt ihr nehmen. Die Suri Cloud würde ich nicht machen, die wird zu flauschig, es sei denn, ihr möchtet das Garn so. Oder eben ein Kit Mohair. Da könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt das, also mein Kit Mohair nicht vertragt oder das Handfärbe-Kit Mohair,
Ihr vertragt aber zum Beispiel die Itu Sensei, könnt ihr die natürlich verwenden. Also die vertrage ich sehr gut. Ich vertrage mein Mohair auch, nur nicht am Hals. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich einen Cardigan anhabe, habe ich ja was drunter. Da gehe ich auf Nummer sicher, nur am Hals hier. Rollkragen geht gar nicht und Tücher auch nicht. Aber ihr könntet auch natürlich sagen, so wie ich das mache oder schon gemacht habe, dass ich die Itu Sensei her verstricke. Ich habe vor oder bin im Kontakt mit Ito und möchte gerne die Ito Sensei hier ins Programm aufnehmen. Ich sage das schon mal. Ich weiß noch nicht, in welchen Farben. Coke zum Beispiel, das weiß ich ganz sicher. Ein wunderschönes dunkles Braun. Für die, die einfach eine Alternative möchten, ein weiches Mohair möchten, weil Mohair doch anders aussieht, verstrickt. Ich zeige es euch auch gleich, wie jetzt Suri. Und die Ito Sensei ist butterweich. Ja. Ja, und wie gesagt, bei Cardigans ist es sowieso so, dass es nicht direkt auf der nackten Haut ist. Ich werde deswegen dieses Mal auf alle Fälle mein eigenes Mohair nehmen. Ja, der Cardigan Knitalong soll starten am 7. April. Das ist eine Woche, also an einem Sonntag, eine Woche nach Ostern. Und ich habe jetzt noch gar keinen, ich habe von der Nana noch keine Nachricht bekommen. Die Arme ist krank, liegt krank im Bett. Ich denke, wir werden, das Ende wird sein, der 30. Juni. Ich finde es auch für mich schon knapp, ehrlich gesagt. Ich werde nicht fertig, das weiß ich jetzt schon. Also wenn, dann ist schön. Wenn nicht, ist halt so. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen knapp, aber ganz ehrlich, wir verlosen trotzdem. Was soll das, ne? Wird sicherlich eine Verlosung geben, muss ich mit Nana noch sprechen. Das ist ganz frisch. Ich will es heute nur schon mal sagen. Der wird auf Instagram stattfinden, Ravelry. Bin ich fast nie, bin ich ganz ehrlich. Deswegen bedienen wir wirklich nur auf Instagram den Hashtag. Ich denke, wird wahrscheinlich sein der Hashtag Cardigan Kall, also Cardigan mit C, Kal, 2024, nein, Cardikal, Entschuldigung, Cardikal. 2024, denke ich, werde ich aber auf Instagram bekannt geben. Das bringt euch auf Ravelry, die jetzt nicht auf Instagram sind, sowieso nichts. Ihr könnt aber natürlich trotzdem mitstricken. Ja, bei mir wird es der Agnete sein, bei Nana auch, glaube ich. Bei Sabine weiß sie noch nicht, aber sie will auch mitmachen. Ich habe eine Umfrage gemacht, ganz viele wollten, ich glaube 94% oder 97% haben gesagt, sie wollen gerne einen Kall haben. Ja, ich werde den Agnete Cardigan von Petit Knit stricken. Eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry. In der Größe XL, in Nadelstärke 3,5. Ich habe eine Maschenprobe gestern gemacht. Ich muss heute noch die Maschenprobe waschen und trocknen und ausmessen. Geplant ist die Sock doppelt gehalten mit meiner Kit Mohair. So, in den Farben. Jetzt kommt's. Das sind nämlich die neuen Farben, die jetzt am Sonntag zum Shop-Update. Es gibt natürlich wieder ein Shop-Update kurz vor Ostern. Beziehungsweise ich mache Urlaub 2 Wochen. Gibt es ein Shop-Update und mit einer neuen Farbe, mit drei neuen Farben, drei neue Farben und eine, die ihr noch gar nicht kennt, wenn ihr nicht auf Instagram seid, also 4. Und zwar werde ich meinen, jetzt muss ich gucken, gell? Ich werde meinen Cardigan stricken aus. Wo ist die Sock? Einen kleinen Moment, ihr Lieben. Hier. Ich werde meinen stricken aus der Farbe Sunset. Das ist die Farbe Sunset. Kennt ihr das? So einen Sonnenaufgang, wo der Himmel so blau-lila ist und oder auch Untergang und so peachig ist. So ein bisschen peach. Ja, das ist die Farbe Sunset. Daran erinnert es mich einfach total. Aber auch an kandierte Veilchen. In der Sock. Doppelt gehalten mit Apricot, das ist auch ein neues Semi-Solid, also ein Kit Mohair, ab in der Farbe Apricot. Entschuldigung. Ja, so soll das miteinander verstrickt aussehen. Und ich glaube, dass das mir passen, also stehen nicht jetzt zu dem hellen Beige. Das helle Beige macht mich auch krank, aber also lässt mich krank aussehen. Es macht mich nicht krank, es lässt mich krank aussehen. Ja, ich trage. Würde T-Shirt drunter tragen, weiße T-Shirts. Ich trage auch viel hellblaue T-Shirts. Ich glaube, dass das für den Frühling und für den Sommer gut passt. Ich gucke immer, dass ich es meiner Garderobe verknüpfen kann, aber ganz ehrlich, ich will ja noch mehr stricken, ne? Ja.
Und das wird sicherlich schön. Ich konnte keine Maschenprobe machen, weil ich jetzt erstmal schauen wollte. Ich habe daheim. Ich habe daheim eine Maschenprobe gemacht aus der neuen Farbe Flieder. Das ist die neue Farbe Flieder. Aprikot und Sunset. Das sind nicht beide Farben, fast. Das nicht ganz miteinander zusammengefügt. Und habe eine Maschenprobe gestrickt. Also, und zwar mit dem Kit Mohair und dem Flieder. Das ist jetzt das Kit Mohair Eis. Nicht erschrecken. Ich habe daheim einfach die Eis schon gewickelt gehabt und ich wollte einfach ganz schnell eine Maschenprobe stricken und wollte nicht noch wickeln, zwar spät, und habe eine Patent- oder ein Brioche-Maschenpröbchen gemacht mit der Farbe Flieder auf der Sock und der Farbe Eis. Auch wunderschön, oder? Aber das macht mich krank. Also lässt mich krank aussehen. Ja, aber trotzdem so schön für blonde Frauen zum Beispiel. Auch passt super zu Grau. Und man sieht so ganz leicht die blauen Flächen, wo die blauen Speckles von der Farbe Eis sind. Ja, das muss ich ausmessen. Es müssten Maschenprobe 16 Patentmaschen sein. Und ich weiß nicht, wie viel rein. Das muss ich noch nachher nachschauen. So, und das seht ihr, dass das Eis ganz zart nur zu sehen ist. Jetzt habe ich gestern eine Maschenprobe gemacht, aber nur weil ich das da hatte, aus Flieder, Sockflieder, doppelt gehalten mit Suri Cloud Spicy Lemon. Und jetzt seht ihr hier, die Suri Cloud ist sehr haarig und dicker. Die läuft nur 300 Meter auf 50 Gramm und man sieht von dem Flieder so gut wie gar nichts mehr. Also, wenn ihr den Effekt so haben wollt, könnt ihr, also wir haben dann, also Nana und ich haben dann festgestellt, okay, wenn ihr jetzt das Hauptgarn, das ihr drunter nehmt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Neon-Lemon nehmt, das ein bisschen heller ist, und ihr nehmt zum Beispiel ein Flausch in der Farbe Flieder, sieht man eher das Flieder und das Flieder, genau, und das Neon-Lemon scheint zart durch, wahrscheinlich besser wie hier. Das Suri Cloud verschluckt zu viel. Also ich würde nicht raten, Suri Cloud zu nehmen, es sei denn, ihr wollt es gern so haben. Dann so. Ja, dann habe ich die Flieder verstrickt mit der Suri 800 in der Farbe Orchidee. Auch interessant, ne? Und auch da könnt ihr es andersrum machen. Es kommt darauf an, was wollt ihr im Vordergrund haben, die Orchidee oder das Flieder. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen, was für tolle Effekte das da gibt. Das ist jetzt Suri 800, die läuft 400 Meter auf 50 Gramm. Und natürlich bei der Mohair. Die Mohair ist halt so dünn. Und da ist das Flausch viel zarter und subtiler. Das muss man wissen. Und beim Suri steht der Flausch im Vordergrund, würde ich jetzt mal behaupten. Da könnt ihr aber mit ganz vielen Farben und Garnen spielen. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen, gell? Schön. Jo, das ist auch. Schaut mal, das Flieder ist übrigens. Ich habe es deswegen gefärbt, weil Flieder. Entschuldigung, mich juckt es einfach. Diese Farbe ist gerade total im Trend mit allen Pastelltönen, die es gerade in den Geschäften, in der Modeindustrie gibt. Das ist wirklich so ein Flieder, das ist nicht eher so, wie soll ich sagen, Blauflieder, sondern wirklich so, geht ein bisschen ins Pink, ist aber immer noch lila. Gerade total im Trend mit den Farben helles Rosa, zartes Rosa. Was noch? Zartes Rosa, ja. Zartes Grün auch? Zartes Orange? Ich glaube ja. Ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung. Und deswegen, das hatte mir nämlich noch gefehlt. Genau, das Blush. Also alles an was Pastell ist. Sorry, ich weiß auch nicht. Ja, Pastell. Ja, und das, also ich finde es so edel. So schön. Ich habe ja eigentlich mag ja Lila nicht, aber das finde ich echt schön. Und das, wie gesagt, Mohair. Wenn ihr da jetzt in Neon Lemon, also nicht Spicy Lemon, Spicy Lemon ist richtig Neon, Neon, Bam, sondern das Neon Lemon nehmt, das ein bisschen heller Neongelb ist und dann Mohair, dann habt ihr auch einen ganz tollen Effekt. Da könnte ich mir auch ein Agnete-Cardigan, Entschuldigung, ja, ich lümmel hier rum, ein Agnete-Cardigan vorstellen. Oder, also Brioche sieht eh immer super aus oder irgendeinen anderen Cardigan. Genauso aber auch Mohair Pink oder andersrum, wenn ihr lieber das Lila im Vordergrund haben wollt, dann Orchidee auf der Pure Merino zum Beispiel oder Single Merino und dann Suri in Flieder. Habe ich auch gefärbt.
Das seht ihr mal hier. So wird mein. Das ist so richtig schön sommerlich. Jetzt hänge ich auch noch fest. So, wo habe ich hier? Nee, die Suri habe ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht. Doch, schaut mal. Ja, ist es noch nicht gewickelt. Da liegt eine ganze Kiste neben mir, die noch nicht gewickelt ist. Das kommt noch, das wird morgen gemacht von der lieben Anita. Ja, aber ich habe zumindest schon mal, so wie hier, seht ihr das auf am Strang, die Flieder, wie sie aussieht. Und natürlich super mit dem, das ist Angel Line. Aprikot, nicht Peach, auch nicht Peach Fuzz, das ist ja die Pantone-Farbe, habe ich mir gedacht, färbe ich auch, weil dann ist unsere Pastellpalette fast voll, sage ich mal. Es fehlt noch ein zartes Gelb. Sieht so schön aus. Die zarten Farben mag ich echt gerne. Ich muss kurz... Ja, wer möchte mitstricken, gerne, wir werden es nochmal auf Instagram posten, den Cardigan Knit Along, da kann jeder mitmachen, ihr müsst nicht Woolen Forest Wolle nehmen, ihr könnt jede Wolle nehmen, die ihr habt oder die ihr kaufen wollt. Es geht einfach nur wieder ums gemeinsame Stricken, wir werden sicherlich wieder eine Verlosung machen, wir werden sicherlich auch ein Live dazu machen. Vielleicht auch ein Anstrick, haben wir noch alles nicht besprochen, müssen wir alles machen. Ich lasse die Nana gerade ein bisschen in Ruhe, weil sie wirklich krank ist. Aber ich weiß schon definitiv, dass ich, welche Farben ich nehme, das habe ich mir jetzt rausgesucht. Und ich werde auch, wenn diese Maschenprobe passt, werde ich eine Maschenprobe aus den Originalfarben machen. Ich werde wahrscheinlich auch anstricken, weil... Ich weiß es noch nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde eine Maschenprobe machen, definitiv. Ich denke nicht. Wir werden eigentlich gemeinsam anstricken. Ob wir das jetzt gemeinsam im Live machen, wahrscheinlich nicht. Aber wir werden an dem Sonntag anstricken und dann wird es auch ein Live dazu geben. Ein oder zwei. Müssen wir mal schauen. Ich bin wahnsinnig müde. Gerade mir fallen gerade so, ich habe das Gefühl, die Augen zu. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist gerade, es ist auch grau in grau draußen. So. Ja, habe ich alles gesagt zu dem Knit Along? Ich glaube ja. Weiteres folgt. Es wird sicherlich noch was dazu geben. Das auf alle Fälle auf Instagram. So, jetzt kommt noch ein bisschen was im Näh-Content. Ich habe Stoff gekauft. Ich werde ein Kleid nähen. Ja, hier geht es auch manchmal ums Nähen. Und zwar werde ich ein Kleid nähen, nicht weil mir das Nähen so großen Spaß macht, sondern weil ich einfach kein Kleid finde. Ja, ich bin einfach zu fett. Ich sag's, wie es ist. Ich weigere mich, mich wieder unter Diät zu setzen, mich zu quälen. Ich habe mich nämlich 47 Jahre lang gequält mit Diäten und zwar wirklich von klein auf. Und ich war, jetzt habe ich gerade, würde ich behaupten, mein Höchstgewicht wahrscheinlich. Ich habe auch ein bisschen weniger gehabt, aber nicht viel weniger. Ich war immer sehr groß. Egal, ich möchte mich nicht mehr quälen. Ich war nämlich nie dünn, so wie es sein sollte. Oder wie ich, nicht wie es sein sollte, sondern so wie ich sein wollte. Und ich hab's, ich quäle mich nicht mehr. Denn egal, wie viel Sport ich gemacht habe, ich war nie dünn. Also dünn war ich nie. So, egal. Es ist ganz, ganz schwierig, Kleider zu finden irgendwie. Ich habe aber jetzt, es ist auch noch zu früh, aber ich habe gesagt, ich habe ein Kleid genäht vor ein paar Jahren. Und zwar das hier sieht jetzt ganz schrecklich aus. Ich weiß nicht, wieso das Muster in so hässlichen Stoffen und so altbacken dargestellt ist. Es ist nämlich ein ganz stylisches Boho-Kleid. Und zwar ist das von Kiba Do. Sieht man das hier oben? Kiba Do, die Lilly. Und dieses Kleid habe ich in Kleidergröße 46 gestrickt, genäht. Genäht vor einigen Jahren und zwar in so einem Musterstoff in Viskose, ganz wichtig, schön kühl für den Sommer. Das ist auch sehr weit geschnitten. Ich habe natürlich seither ein bisschen zugenommen. Für mich ist das Kleid jetzt nicht mehr so mega, mega weit, was für mich vorteilhafter aussieht, weil das war so weit, dass es schon doof aussah. Und jetzt ist es so, dass es eigentlich genau richtig aussieht. Es ist schön weit. Es ist ungefähr Mitte, also von der Länge her habe ich das, die lange Version genäht. Mitte meiner Waden ungefähr.
Ich habe es hier unten auch in einem anderen Farbton genäht, einem anderen Stoff, und zwar in so einem gelblichen Stoff und oben so blau. Das sieht so ein bisschen aus wie die Ukraine-Farben. Ja, so blau-gelb einfach. Ich mag blau-gelb. Also blau mag ich, aber gelb nicht. Und mir gefällt der Stoff überhaupt nicht. Nicht mehr. Damals schon. Ich trage es aber trotzdem. Und der Schnitt ist so toll. Ich mag auch den Ausschnitt hier. Das ist so ein V-Ausschnitt, der ganz toll, also dem Dekolleté so schön zur Geltung bringt. Man kann es, ich habe das einfach ein bisschen zugenäht hier, damit es nicht so tief ist. Ich hatte das auch schon an in einem Vlog hier oder in einem Videolog oder Vlog, den ich hier auf YouTube habe, hatte ich das auch schon an. Und ich wollte unbedingt nochmal so ein Kleid haben. Ich habe echt vor, mehrere davon zu nähen. Ich habe aber auch noch ein anderes Schnittmuster und habe heute nochmal eins entdeckt, die Nelina. Das ist so ähnlich wie das hier, nur ein bisschen länger. Es ist länger, das Kleid, und hat hier längere Ärmel. Man kann es aber auch so lang machen wie die hier. Und hat einen ähnlichen Schnitt, werde ich auch noch hoffentlich nähen. Da muss ich noch Schnittmuster kaufen. Ja, das Nähen finde ich sehr, sehr anstrengend. Ich bin ein absoluter Nähanfänger, aber das kriege ich hin. Es ist ein Papierschnittmuster, das gibt es auch digital. Zum selber ausdrucken muss man halt dann zusammenkleben. Und ich habe es vor, jetzt, wenn ich jetzt 2 Wochen mir frei nehme, über Ostern, brauche ich ein bisschen Auszeit. Ich bin einfach so müde. Ich kann auch sein, dass es noch von der Corona-Infektion im November ist. Ich hatte ja auch so Atemprobleme. Ich habe dann, ja. Genau, ich glaube, wo wir uns gesehen haben, das vorletzte Mal vor Weihnachten, habe ich so Atemnot gehabt, war kurzatmig. Ich habe dann einen Cortisonspray bekommen. Seither ist es wieder gut. Das war wirklich noch von Corona, noch die Nachwirkungen. Und die Müdigkeit könnte auch sein, die verstärkte, weil die plagt mich unheimlich. Ja, ich bin überhaupt nicht mehr so leistungsfähig. Deswegen werde mir Zeit nehmen über die Osterfeiertage und werde das in Ruhe nähen und habe mir dann einen Viskosestoff ausgesucht in einem Color Blocking Lila, schon wieder Lila, gell? Und wirklich kräftigen Blutorange. Und das wird ein mega tolles Sommerkleid, das wird richtig toll. Ich möchte es farbenfroh haben, weil mir stehen kräftige Farben, definitiv stehen mir kräftige Farben. Pink, irgendwas soll ich in der Art, war aber schwierig, was zu finden. Ich wollte kein Alt, kein, also man muss aufpassen mit den Stoffen, finde ich. Sich das vorzustellen, wie sieht es nachher als Kleid aus? Nicht, dass es nachher so altbacken, so nach Tante aussieht oder wie sagt man denn, so trutschig, sagt man, glaube ich, aussieht. Und es soll einfach ein cooles Boho-Kleid werden, Sommerkleid, das bei 45, 48 Grad angenehm flattert, eben wenn man sich bewegt, flattert es so, weil das ja das Viskose schön kühl ist, dünn ist, ist eine Webware. Herrlich. Ich trage da die meiste Zeit nur Kleider. Ja, ist echt so. Und ich habe immer dieses blau-gelbe Kleid angehabt und immer das Gleiche. Ist auch blöd. Und ich sage, ich brauche unbedingt mehr Kleider. Ja, und da werde ich hoffentlich das Kleid von Kibado, die Lilly nähen, was jetzt echt scheiße aussieht, sorry. Also hier sieht es echt furchtbar aus. Und die Kibado ist auch auf Instagram. Ihr Privataccount ist Frau Liebstes. Die hat einen richtig coolen Style und das, was sie so näht, sieht super aus. Trenchcoat hat sie genäht. Richtig, auch einen coolen, kurzen Cardigan aus einem schönen Jersey-Stoff. Also das sieht super aus. Ja. Lasst euch überraschen, werde ich dann zeigen. So, und ich würde sagen, wir kommen zu den Shop-News. Oh, ich muss zum Friseur, ne? Das sind jetzt ein bisschen zu lang. Kommen wir doch einfach zu den Shop-News. Ich habe neues Garn im Shop, ich habe neue Farben, die zeige ich euch gleich. Und ich habe aber ein Industriegarn in den Shop mit aufgenommen. Ich habe ja auch vor die Ito, wie gesagt, weil ich schwöre auf Ito Sensei. Ich finde die ganz, ganz toll. Wenn man wirklich mit Mohair sehr empfindlich ist, ist das das richtige Mohair für einen. Ich habe aber auch von Kremke Soul Wool die Stellaris mit in den Shop aufgenommen. So, was ist die Stellaris? Die Stellaris ist ein Glitzer-Beilaufgarn. Oder so Metallic-Beilaufgarn, hört sich furchtbar kratzig an. Ich habe auch gesagt, weiß ich nicht. Die Nana hat sich das aber bestellt und hat mir dann ihr Füchslein, ihr eigenes Design geschickt, das mit Single Merino Füchslein, also Farbe Füchslein in Single Merino. Die Qualität ist Single Merino in der Farbe Füchslein, nämlich das hier. Gestrickt ist, doppelt gehalten mit der Suri 800 in der Farbe Kaschmir und in
Stellaris Gold. Und zwar die Nummer 114. Das ist hier mit reingestrickt. Und man sieht es in echt, glitzert es subtil, ganz zart. Und in der Kamera, auch bei der Nana auf dem Podcast, sieht man es so gut wie gar nicht. Vielleicht ganz leicht, so ein bisschen ganz leicht. Es ist aber auch in echt nur subtil. Also ganz edel blitzt es mal hier und da auf. Und ich weiß nicht, warum das in den Kameras immer so bescheuert ist. Ganz zart sieht man das. Schade, echt schade. Die Maschenprobe hat sie mir auch mitgeschickt. Das ist einmal das Gold. Ich glaube, es heißt Gold auch immer in meinem Shop 114, weil die haben keinen Namen. Wir haben die Nummern mit angegeben und aber auch uns Farben ausgedacht oder versucht. Nee, wir haben die Farben vom Shop übernommen. Das müsste Gold sein in der Farbe, in der Nummer 114. Heute ist es wirklich katastrophal. Schlimmer wie sonst. So rum. Kremke Stellaris. Die gibt es ab sofort im Shop in der Farbe Gold. Dann ist das, glaube ich, meine ich Cremegold. Das ist so ein Cremeton mit Goldglitzer. Übrigens butterweich, man spürt nichts. Es verändert nicht die Maschenprobe. Und es ist so weich, als ob nichts mitgestrickt wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bestelle die, nehme die mit in den Shop auf. Das ist die Farbnummer 183 für so helle Sachen wie zum Beispiel der Farbe Kaschmir. Einmal, übrigens läuft die Stellaris. Jetzt kriege ich eine Hitzewallung an. Ui. Ihr seid live bei den Wechseljahrs-Hitzewallungen dabei. Sieht man es mir an? Das ist doch echt. Wir Frauen haben echt manchmal ist das zum Kotzen, oder? Wirklich, ich sag's jetzt echt mal so. Was wir alles mitmachen müssen, es kommt nochmal eine Welle. Furchtbar. Ja, die läuft 560 Meter auf, das sind 25 Gramm Konen. Also die Nana hat für ihre Größe M-Füchslein, Sweater hat sie gebraucht, 1,5 Konen. Ja, ich will unbedingt daraus auch ein Sonja-Shirt stricken. Ich will es mitlaufen lassen. Ich wollte aber erstmal die Angel 400 pur verstrickt haben. Ich will aber nochmal eins mit dem Beilauffaden haben. Dann haben wir hier, oh, da weiß ich, glaube das ist Steingold. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, das ist Steingold. Sorry, jetzt hat gerade mein Timer, hat gerade geschellt in meinem Handy, weil der Gerät, also mein Fixiergerät oder mein Hitzeofen, wo die Wolle jetzt gerade fixiert, muss ausgemacht werden oder kann ausgemacht werden. Je länger, desto besser von der Fixierung her. Ja, deswegen, ich mache jetzt einfach weiter. Das ist die Nummer 167, das ist so ein Steingold und das ist mein Favorit. Das ist so ein Steingrau mit Goldfäden. Stimmt das, dass das Gold ist? Man sieht es ganz schlecht, das ist nämlich Silber. So, das ist die Farbnummer, also das ist die Farbnummer 167, Steingold. Und das ist die Farbnummer 180, das weiß ich jetzt leider nicht, wie da die Farbbezeichnung ist. Ist auch schön. Also das könnt ihr mir auch vorstellen, auch zum Braun, also auch zu dem Zartbitter. Würde das ganz zart durchscheinen, habe ich mir schon hingehalten. Und ich würde es jetzt auch kurz machen. Wartet mal geschwind. Wo ist das? Schaut mal. Dann würde man das so ganz zart durchscheinen sehen. Das wäre jetzt mit dem Silber, das wäre mir jetzt fast schon zu hell, aber gerade mit diesem Gold. Aber auch natürlich nur Gold, das passt natürlich auch super. Dann gibt es Schwarzgold, schwarzer Faden, schwarzes Sonja-Shirt mit so einem Glitzerfaden, auch Schwarz-Silber übrigens, für eine Abendgarderobe. Sonja-Shirt als Abend-T-Shirt oder irgendein T-Shirt gestrickt. Ein Oberteil gestrickt und dann, also auch für den Winter, dann dieser Glitzerfaden mit dabei und dann hat man so ein Abendshirt. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Schwarzgold, Schwarz-Silber, das ist die Farbnummer 179, das Schwarzgold und das ist die Farbnummer 197, Schwarz-Silber. Und dann, es gibt auch noch andere Farben, auch ein Lila und ein Grün, die muss ich noch bestellen. Und dann habe ich noch, das ist auch ein Favorit von mir, Blau-Matt heißt es, glaube ich, oder Nachtblau-Matt. Schaut mal, ist das nicht wunderschön? Und das zu Nachtblau. Also wir haben ja auch eine Färbung, die Nachtblau heißt.
Das ist die Farbnummer 149. Wunderschön. Gibt es ab sofort im Shop. Werde ich auch noch nachbestellen. Ich glaube, in Lila gibt es noch Row of Rose Gold. Warte ich noch. Das müsste auch eigentlich nachgeliefert werden. Das war aus. Ab sofort im Shop verfügbar. Und ich plane schon. Wie so oft, gell? Ja, dann habe ich die neuen... Ich habe Maschenstopper im Shop. Die zeige ich euch noch kurz. Würde ich euch noch geschwind zeigen, bevor wir dann zu neuen Wollfarben kommen. Ich habe Maschenstopper im Shop, die habe ich ja vorhin gezeigt, auch bei meinem. Und zwar habe ich euch ja, habt ihr vielleicht gesehen, auf meinen Nadeln sind die Maschenstopper, also die Blättchen mit drauf in dem schönen Babyblau oder Blaugrau. Dann gibt es die hier in Blush. Die sind noch nicht im Shop. Ich hoffe, ich schaffe es bis Sonntag zum Shop-Update in den Shop einzustellen. Da ist unten so ein Loch dran, die passen. Ich habe es getestet, Nadelstärke 6,0, überhaupt kein Problem. Ihr steckt die vorne auf die Spitze und eure Maschen rutschen nicht runter von den Nadeln. Wenn ihr die wenn ihr fertig seid mit Stricken und ihr packt euer Strickzeug in die Stricktasche mit rein, dass die Maschen nicht runterrutschen. Und das ist ein Maschenstopper. Ich habe die Blättchen in Blau, in Blush und in einem Lindgrün. Da habe ich auch noch nachbestellt, die werde ich mitnehmen auf die Messe. Ich habe einmal die Blättchen und wie gesagt, die Verena von Voluminös hat Tiere und solche Sachen. Und ich habe Kugeln. Mit allen möglichen Farben. Das sind so kleine Kugeln, auch die steckt ihr. Ich hole jetzt mal mein Gestrick raus und dann zeige ich euch das. So, ja, hier seht ihr das Blau. Ihr zieht es so runter. Also es geht auch nicht so leicht wieder runter, was ganz gut ist, ne, dass es nicht einfach runterrutscht. Und ihr habt hier diese Silikonperlen, das ist Camel oder Kamel. Von der Farbe ein schönes helles Braun. Steckt ihr einfach so drauf. So, und dann habt ihr eure Stopper. Da habe ich mir einfach so Kugeln, ich wollte es ganz schlicht haben, Kugeln einmal in Braun, Kugeln in Blush. Kugeln in Blaugrau. In Zartbitter, wo ist die andere Kugel? Das ist so ein dunkelbraun, fast schwarz, so ein schwarzbraun, ist so zartbitter. Habe ich es in grün gezeigt schon? In Lindgrün habe ich die Kugeln auch gekauft. So, die kommen auch mit auf die Messe. Dann habe ich Hexagons gekauft. Hexagons sind diese hier, die sehen aus wie so Diamanten, finde ich. In Lindgrün. Und ihr seht, da oben kommt schon die Nadel raus. Also da oben ist auch, das sind Perlen, ne? Da oben ist auch ein Loch. Ihr könnt es von beiden Seiten einstecken. Und die sind aus Silikon. Und zwar aus lebensmittelechtem Silikon. Können sogar drauf rumkauen, aber würde ich nicht machen. Also das speichelfest oder wie sagt man denn, lebensmittelecht. Genau. Und dadurch schön flexibel und da rutscht auch nichts runter. Wenn ich jetzt hier, die habe ich nämlich auch in diesem Blush. In diesem Blush, in einem rosa, braun oder halt in so einem altrosa, so einem dunklen altrosa. Und für die gern alles in schwarz haben, habe ich auch schwarz. Auch mein Favorit, ganz edel. Ja, ich wollte es ganz klar haben, ich wollte klare Linien haben, ich wollte keinen Schnickschnack haben. Und habe die Kugeln deshalb bestellt und die Blätter waren für mich das höchste der Gefühle. Passt dazu Woolen Forest. Ja, auch die wird es hoffentlich am Sonntag in den Shop geben. Das muss ich, ich hoffe, ich schaffe es noch, habe ich eigentlich vor. Und auf der Messe werde ich auch was mitnehmen, definitiv. Weil, wo habe ich jetzt, das habe ich das Blau runter. Wartet mal kurz, wo habe ich es jetzt hingetan? Da. Damit nämlich nicht wieder das passiert, wie es mir so oft passiert, dass die Maschen einfach von den Nadeln rutschen. Und so rutscht halt nichts runter, wenn ich jetzt hier, also hier muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass das jetzt hier, dass hier irgendwie irgendwas runterrutscht. Ja. Ja, die gibt es neu im Shop und dann natürlich, jetzt kommen wir eigentlich zum Wichtigsten, nämlich zum Garn, die neuen Farben. Ich habe ja schon die Farben gezeigt, die Sunset, die ganz neu in den Shop kommen.
Die wird es geben, die wird es auf allen Qualitäten geben. Sock, ich zeige es euch jetzt mal. Ich habe hier Merino-Seide, da habt ihr so einen Glanz. Sock habe ich euch schon gezeigt. Dann Angel Leinen finde ich es auch wunderschön subtil. Angel Lace und Angel 400, also das ist die Angel Lace. Könnt ihr auch super übrigens nehmen, wenn ihr keinen Sori Alpaka Hari wollt hier oder also sehr haarig wollt, sondern als Beilaufgarn, die läuft ja 800 Meter auf 100 Gramm, ist auch ein 100 Gramm Strang. Wenn ihr einfach sagt, ihr wollt den nur einen ganz leichten Flausch haben, die ist noch weicher wie alle anderen. Also die ist super weich, fällt aber fließend, das muss man wissen. Dann einmal die Sunset auf der Suri Deluxe und Suri 800 habe ich sie auch gefärbt. Das sieht auch ähnlich aus, auch ganz zart. Auf der Mohair habe ich auch gedacht, obwohl gerade keine Mohair-Zeit ist, aber für die, die wirklich einen Cardigan stricken wollen, die Mohair. So, und die Single natürlich, da ist es wieder kräftiger. Seht ihr das? Da wird es ein bisschen kräftiger. Ja, das ist die Farbe Sunset. Dann kommt die Farbe Flieder in den Shop. Das habe ich ja vorhin schon gezeigt, wie sie aussieht auf der Sock. Und ich muss jetzt hier aus meinem ungestrengelten, das ist glaube ich Suri 800. Dann haben wir die Angel-Leinen, die auch ganz edel aussieht. Und ich kann euch noch geschwind, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier keine Wollkotze fabriziere, die Angel 400 zeigen. Da ist die Angel Lace. Wo ist jetzt mein. So. So, jetzt. Das ist die Angel 400. Das sieht auch. Oh. Na, haben wir schon wieder Ausschuss produziert. Das ist auch Ausschuss. Da ist das Farbpulver aufgeploppt, ne? Ausschuss kommt wieder raus. Das ist Flieder auf Angel 400. Ja, auf Kaschmir, nein, auf, Entschuldigung, auf Mohair, nicht Kaschmir. Auf Mohair sieht es so aus, Flieder. Und, ach, ich habe vorhin gar nicht die Angel 400 gezeigt, ne? Schaut mal, auch ganz schön für ein Colding oder so ganz zart, butterweich, herrlich. Dann die Farbe Aprikot. Ich habe es nicht Peach oder Peach Fuzz genannt, weil das alle anderen schon gemacht haben. Außerdem habe ich schon eine Pfirsichfärbung. Das ist Aprikot. Das ist Single Merino, ist ein bisschen kräftiger. Auch eine neue Farbe, dann die Angel 400. Und das ist auch mein Favorit. Oh, schau, aber das macht mich blass. Ich kann es nicht alleine tragen, es geht nicht. Aber es ist so wunderschön für diejenigen, denen es steht. Angel 400. Angel Line auch wunderschön. Angel Lace auch als Beilauffaden. Kid Mohair. Merino Seide. Auch schön, gell? Was ist da passiert? Sabine, da hast du Schweinerei gemacht. Nein, alles gut. Da hängt ein Faden raus. Die Seide ist eine kleine Zicke beim Strängeln. Sock und Pure Merino ist gleich. Ganz zartes Aprikot, ja. Also, wie Rouge. Und die Suri Deluxe und Suri 800. Auch ganz wunderschön. Auch als Beilaufgarn herrlich. Ja. Das sind zwei neue Semi-Solid-Farben, Flieder und Aprikot. Und ein mehrfarbiges Garn, das Sunset. Dass beide Farben im Endeffekt oder fast beide Farben vereint. Und dann habe ich vorletzte Woche habe ich nicht ein Shop-Update gemacht, aber ich habe einfach eine neue Farbe rausgebracht, einfach ein Sockset. Und zwar ein Ostersockset. Davon habe ich so viel gefärbt jetzt, dass es auch für euch reicht, die jetzt nicht auf Instagram sind. Es ist noch einiges da. Und zwar habe ich Candy gefärbt. Das ist ein Ostersockset und erinnert mich, Candy deswegen als Süßigkeit an die Hochzeitsmandel oder die Ostermandel. Es gibt doch so Mandeln, die traschiert sind und die gibt es, also das war auch mein Inspirationsbild, die gibt es in dem zarten Rosa, zartes Gelb, zartes Grün, zartes Lila und hier zartes, das zarte Lila, also ein kleiner Mini mit dazu in dem Fliederton
Und ja, es ist nicht der gleiche Ton, aber es ist so ein Fliederton mit ganz leichten, wenigen pinken Speckles. Wirklich nur ganz zart, wirklich wie diese kleinen draschierten Mandeleier. Und das Sockset auf der Sock High Twist ist verfügbar ab sofort im Shop. Ich denke, das wird auch noch wahrscheinlich ja, wirklich viel gefärbt. Vielleicht reicht es auch noch bis Ostern, das macht ja nichts. Aber fürs Shop-Update ist genug da, weil ich sehr, sehr viel gefärbt habe. Ja, wunderschön. Und weil viele so begeistert waren von dieser tollen Färbung, ich war selber begeistert, habe ich die auch auf allen anderen Qualitäten auch gefärbt. Und zwar auf der Sock. Das ist auch ganz toll für einen Cardigan. Ist ganz zart. Ganz schwach, pastellig, herrlich. Es lässt mich krank aussehen. Mir stehen so blasse Farben nicht. Das muss ich wirklich sagen. Und hier auf Single Merino. Also wunderschön. Ich wollte mir eigentlich auch einen Cardigan draus machen. Das könnt ihr mir vielleicht vorstellen, wenn ich drunter ein anderes T-Shirt anhabe. Aber so schön, zart. Ja, Candy, ich zeige jetzt mal nur die drei Qualitäten. Ich habe aber auch noch Angel 400 da. Es ist als Auftragsfärbung möglich. Das gibt es jetzt schon im Shop. Alle drei, also alles, was ich jetzt hier gezeigt habe, die drei, also Candy, gibt es schon im Shop. Und die anderen Farben, die anderen drei neuen Farben kommen erst am Sonntag zum Shop-Update in den Shop. Um 14 Uhr, wie immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut in meinem Shop und ich würde mich vor allem ganz arg freuen, wenn ihr bei dem Cardigan Knit Along oder Call mitmacht und fleißig strickt. Ich würde sagen, postet es einfach unter dem Hashtag, den wir dann auch noch bekannt geben. Verlinkt uns, ihr müsst einfach nur in eurem Text das Add-Zeichen angeben und gleich anschließend Wool and Forest oder Add und, nicht Oder, sondern und Nanas Knits and Threads. Und dann werden wir automatisch benachrichtigt, wenn ihr das gepostet habt. Und ich bespreche mich noch mit der Nana, was wir für eine Verlosung machen. Ich bin schon ganz gaga von vielen Schwätzen. Ich bin müde, obwohl ich Kaffee getrunken habe. Und ja, gut, das mache ich aus Genuss. Die Haare wollen jetzt, die sind zu lang. Ich muss mal gucken, wann mein Friseurtermin ist. Ich glaube, nächste Woche Dienstag. Ich habe einen trockenen Mund und ich bin müde. Und ich würde am liebsten jetzt ein Mittagsschläfchen halten und stricken im Schläfchen halten geht nicht gleichzeitig, aber es ist gerade jeden Tag so. Jeden Mittag, Nachmittag, also nach 12 geht es los mit der Müdigkeit, ja. Ich bin aber gesund, ne? Mir fehlt nichts. Ich wurde untersucht. Ich habe keine Mangelerscheinung, keinen Eisenmangel, gar nichts. Ich bin einfach nur müde. Es wird Zeit, dass jetzt schöner Wetter wird, wenn die Sonne scheint und der Garten gemacht werden kann. Und dann habe ich auch mehr Energie. Ja. Wir sind schon fleißig dran, für die Messe zu färben. Da hinten sieht man es, glaube ich, nicht. Doch, so ganz leicht sieht man es hinten. Einige Kisten voll mit, also Sammlerkisten voll oder Plastikkisten voll mit Wolle für die Messe. Ich habe schon einiges gefärbt. Ich habe noch einiges zu tun, zu färben. Maschenmarkiere habe ich jetzt heute zu Ende gebastelt. Ich werde die Maschenstopper mitnehmen. Vielleicht nehme ich Kremke mit. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir gucken. Maschenkordeln werde ich mitnehmen. Da habe ich Döschen bestellt. Die sind jetzt ein bisschen kleiner wie die anderen. Die sind kleiner und leichter aufzumachen, wie die, wo ich letztens hatte. Ja, Wolle nehme ich natürlich mit. Euzalan werde ich mitnehmen. Und natürlich den Wäscheständer mit den ganzen Samples, damit ihr seht, wie die Wolle verstrickt aussieht. Ich gehe selber natürlich, also ne, wir bringen uns mit, Sabine, ich und mein Mann. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr seid dran geblieben heute. Ich habe das Gefühl, dass es heute komisch war irgendwie. Ich weiß es nicht, irgendwie kommt es mir heute nicht so flüssig über die Lippen. Ja, ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Also ich hoffe es wirklich, dass es nur mir so vorkam und für euch nicht komisch war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Also gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal. Ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert, auch über jeden, der so zuschaut. Wenn ihr das Glöckchen betätigt, dann kriegt ihr übrigens immer eine Mitteilung, wenn wieder ein Video hochgeladen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag im Shop-Update vorbeischaut.
Und wenn ihr natürlich in Kassel im Juli, 6. 7. Juli, Kassel ist großes Wollfestival mit ganz vielen Handfärbern, unter anderem auch wir. Wool and Forest wird dabei sein. Da würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, Samstag oder Sonntag. Ja, und ich wünsche euch jetzt, ich habe das Gefühl, mir fallen echt die Augen zu. Das ist doch echt eine Katastrophe. Ich wünsche euch jetzt, dass der Frühling ganz schnell kommt. Und ich wünsche euch eine schöne Strickzeit, viel Strickzeit vor allem, viel Spaß beim Podcast schauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir gerne hier auf YouTube und kauft viel Wolle. Nein, Quatsch, alles gut, nein. Aber macht gerne mit beim Knitalong, ich würde mich ganz arg freuen. Ja, wie gesagt, 7.4. Ja, 7.4. soll er anfangen, 7. April ist nicht mehr so arg lang. Ich würde mich freuen, Nana wird sich auch freuen. Macht's gut bis dahin, bleibt gesund. Macht's euch gemütlich, macht's euch schön und wir sehen uns im nächsten Podcast. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr Lieben, tschüss.